So, ich bin's wieder, Tom MP. Willkommen zu einer neuen Episode Outlast. Ja, letztes Mal sind wir ja hier stehen geblieben beim Klo. Wir gammeln hier noch so ein bisschen rum. Eigentlich, ja doch, wir brauchen eigentlich mehr, was wir brauchen. Nämlich eine Schlüsselkarte für den Aufzug. Denke ich mal jedenfalls. Denn wir wollen hier ja gerne wieder raus. Oh mein Gott. Damit konnte ich doch nicht rechnen. Scheiße, hier aus der Sackgasse. Aber der ist langsam. Ja, er schlägt mich zwar jetzt, aber jetzt kann ich Vollgas geben. Irgendwo wird eine Tür offen sein. Hier. Er kommt nicht schnell hinterher. Klar, da können wir natürlich nicht drüber springen. Das ist sowas von scheiße unlogisch. Lauf. Lauf. Einfach. Nur. Doch. Lauf. Nein, 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 nein. Und Tür zu. Das ist nicht so! Ah, oh, leck mich doch ab, diese Kalender. Wo sind wir jetzt? Woher wusste der das? Das ist sowas an dich logisch. Das ist ja mal schlauer. So ein bisschen dreist von mir jetzt mal. Aber ich glaube, in diesem Spiel geht es nur darum, dreist zu sein. Ich mal rein hier. Die Schlüsselkarte. Total eng hier, Leute. Da vielleicht. Irgendwo muss doch die Schlüsselkarte sein. Aren't you a slippery little fuck?
erschreck mich hier, Alter. Ich erschreck mich hier einfach nicht. Und hier ist natürlich zu. Hier ist natürlich zu. Hier geht's hoch. Da komm eins! Ah! Oh mein Gott. Das ist so heftig, Leute, das ist... Ein Dokument. Aber ich mach... Das beruhigt jedenfalls, aber ich mache jetzt mal die Tür zu. Okay, von David Anaporo. Betreff Antrag auf Versetzung. Sehr geehrte Damen und Herren, dies ist meine dritte Bitte um Versetzung nach 2 Monaten ohne Antwort. Ich möchte nicht mehr in Mount Massive arbeiten. Ich war mein ganzes Leben lang in der Krankenpflege tätig, habe aber noch nie ein derartiges Ausmaß an Heimlichtuerei und Respektlosigkeit erlebt. Ich habe sogar den Verdacht, dass manche der Patienten möglicherweise missbraucht werden. 2 Fälle, die in der Kellerstation verlegt wurden, und die wieder zurückkamen, sind mir persönlich bekannt. Falls ich auf diese E-Mail keine Antwort erhalte, sehe ich mich nicht zu einer Kündigung gezwungen, sondern ziehe außerdem in Überwägung, mich an die Presse zu wenden. Mit freundlichen Grüßen, David Anaporo. Okay. Ja, das sehe ich eigentlich genauso. Weil das ist echt heftig, was hier passiert. Was sollen wir hier machen? Das ist die einzige Tür, ich denke mal, dass wir hier raus müssen. Oh Gott, der Schlüssel. Okay, Leute. Aber da wir jetzt schon mal die Schlüsselkarte zum Aufzug. Auf welchen Weg müssen wir jetzt nehmen, um zurückzukommen? Wir sind ja aus dem Lüftungsschacht gesprungen. Lauf. Weil ich vorher herkam, habe ich mir gedacht. Mach die Tür zu. Sehr schön. Ah genau, da sind wir nämlich hier wieder zurück. Und jetzt war es so. Schieb. Die scheiß Tür. Er ist hinter mir, oder? Jetzt! Fuck. Und jetzt, los! Drück da! Jetzt drück! Oh Gott sei Dank. Nein. Ah, gib ihm richtig. Schön. Gerechtigkeit. Das ist ein Fall, ja.
Gut. So. Unten? Oder oben? Ich bin für oben. Sieht falsch aus. Gut, da gehen wir runter. Nicht mal wieder ein bisschen Ruhe. War bestimmt nicht für lang. Thank God you survived. I feared that secular maniac would carve you up like the others. Was denkst? Meet me outside. We're close now. Komm ich da jetzt noch raus? Gott, hier ist ja wieder super. Ja, klar, brennt. Logisch. Wieso denn auch nicht? Okay, hier auf Klo ist nichts Besonderes, nur dass es einfach ein bisschen brennt hier. Super cool. Ja, dann scheint das wieder der einzige Weg zu sein. Und hier ist auch die einzige Tür. Scheint jetzt nach draußen zu gehen. Hier sind Spinde, dann eigentlich schon fast klar, was gleich passiert, glaube ich. Da drüben. Ein Dokument. Auf Annapora. Sehr geehrter Mr. Walsh, bitte akzeptieren Sie die sofortige Kündigung von Krankenpfleger 531920. David Annapora, und behandeln Sie ihn fortan als Patient von Mount Massive. Oha. Zur Behandlung seiner wahnhaften Verfolgungsumstände. Verfolgungsängste. Die Behandlung sollte zum Eintritt seines Todes fortgesetzt werden. Vielen Dank. Von Trigger. Ja, logisch. Da spielen wir jetzt erstmal weiter. Haben wir jetzt komischerweise echt viele. Hier komme ich nicht längs. Ja, hier ist so. Ach hier. Bisschen Feuer hier. Ich würde sagen, das ist auch ein perfekter Moment, um aufzuhören. Leute, ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Lasst eine positive Bewertung da. Mal wieder. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge von Outlast. Und ansonsten erstmal tschüss.